Die Entwickler haben am Dienstag ein neues Update für die Sims 4 veröffentlicht, welches unter anderem das neue lebendigere Nachbarschaftsfeature hinzugefügt, aber auch andere kleinere Verbesserungen mit sich gebracht hat. Mehr dazu in diesem Video. Der größte Punkt dieses neuen Updates ist wohl das neue, lebendigere Nachbarschaftssystem, welches ein wenig anders als zum Beispiel in The Sims 3 funktioniert. Seit dem neuen Update erhalten eure Sims jetzt nämlich des Öfteren Anrufe von Sims, die gerne wissen wollen, ob diese ein Kind mit ihrem Partner bekommen oder sich beispielsweise von diesen trennen sollen. Nachdem ihr eine Interaktion gewählt habt, kann es sein, dass diese später nochmal anrufen, um den aktuellen Stand mit euren Sims zu teilen. Auch wenn man auf einen Sim klickt, stehen hier deutlich mehr Optionen als vorher zur Auswahl. Hier können beeinflussende Interaktionen wie Familiennachwuchs diskutieren oder mit anderen Sims abzuhängen ausgewählt werden. Ebenfalls sind mit diesen Interaktionen neue Gefühle verbunden, die Sims erhalten können. Noch mehr Informationen zu diesem Feature habe ich euch im letzten Video zusammengefasst, den Link dazu findet ihr jetzt rechts oben. Weiter wurden die zwei neuen Bestreben, vertrauensvoller Nachbar und gemeiner Herzensbrecher hinzugefügt, die aber leider nur jeweils eine Stufe haben. Hierbei bestehen die Aufgaben, um das erste Bestreben zu erfüllen, daraus, 10-mal beim Betrügen erwischt zu werden und 10 Paare auseinanderzubringen. Sowie sich 5-mal von anderen Sims zu trennen, beim zweiten Bestreben hingegen müssen eure Sims mit 5 anderen gut befreundet sein, 20-mal ihren Rat einholen und Level 7 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Direkt beim Start werdet ihr zudem mit dem neuen Sims Delivery Express Bildschirm begrüßt, mit dem sich kleinere Inhalte wie Möbel, Cars-Objekte und kleinere Fehlerbehebungen durch Spiel installieren lassen. Der erste Inhalt, den wir erhalten, ist diese Frisur, von denen wir jetzt ebenfalls einen ersten Screenshot erhalten haben. Eine Woche später werden wir dann 9 weihnachtliche Objekte laden können. In den Optionen im gleichnamigen Fenster lassen sich die Einstellungen zum Herunterladen verwalten, über die ihr auch auf neue Inhalte abprüfen könnt. Auch im Vorlieben- und Abneigungsbereich des Erstelle ein Sim-Modus stehen neue Optionen bereit. Wenn ihr die Landhausleben-Erweiterung installiert habt, könnt ihr den Cottagecore-Radiosender und Kreuzstich als Favorit wählen. Bei installierten Schick mit Strickpack stricken. Leider haben die Entwickler hier verbummelt, die deutsche Übersetzung zu hinterlegen. Das wird hoffentlich mit einem der nächsten Updates korrigiert. Als letztes wurde dieses neue Fenster endlich final hinzugefügt, welches wir schon vom Industrieloft-Z-Werbevideo kennen. Ansonsten können sich alle Spieler über diese Frisur aus dem Kleinkinder-Accessoire-Pack freuen. Im letzten Entwicklerstream wurden ebenfalls die 23 Objekte des neuen Männer-Modesets vorgestellt, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Das neue Männer-Modeset erscheint ja schon morgen und ehrlich gesagt, ja, die Objekte gefallen mir eher so semi-gut. Also ich muss ehrlich zugeben, auf den ersten Screenshots war es noch ein bisschen schlimmer, da fand ich sie noch schrecklicher. Aber ja, es sind schon ein paar coole dabei. Diese eine Lederjacke, die gezeigt wurde, die hat mir echt gut gefallen. So eine hatten wir jetzt irgendwie auch noch nicht so richtig im Spiel. Aber ich weiß nicht, ansonsten, die Hosen sehen irgendwie relativ generisch aus. Als hätten wir die jetzt halt auch schon öfters mal im Spiel gehabt. Eine ist cool. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Ich habe ja schon viel gelesen, dass die Sachen jetzt nicht ganz so gut angekommen sind. Also ich weiß nicht. Die Idee ist zwar gut, dass man jetzt noch neue Männerklamotten hinzufügt, weil ja öfters mal die männlichen Sims da ein bisschen vernachlässigt werden. Es wird so viel mit Löchern gearbeitet irgendwie, also so mehrlagig. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich weiß nicht, ansonsten sind halt viel so Standardhemden teilweise dabei, die wir auch schon so haben. Dieses eine karierte, dafür, dass es dann halt ein Set ist, ist es immer blöd, umso mehr blöd, vor allem, wenn dann manche Objekte nicht so cool sind. Ja, die Schuhe weiß ich auch nicht. Also ich muss zugeben, der Stil, sagen wir mal, freundlich, ist auf jeden Fall sehr einzigartig. Aber dann doch eher nichts, was ich jetzt so persönlich in meinem Spiel benutzen will. Ja, von den Farben ist es halt sehr dunkel, was ich eigentlich sogar ganz gut finde. Ja, dunkle Farben sind ja auch relativ modern so, aber im Großen und Ganzen, dieser Polunder, es trifft alles nicht so wirklich meinen Stil, I don't know. Freut ihr euch über das Update und welche Features sollten eurer Meinung nach als nächstes behandelt werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.